Mitten in Gosh City, in der berühmten Tonnenhalle am Lister Hafen, ist diesen Sommer Syltiges vor Anker gegangen. Syltiges, der offizielle Online-Shop der Insel, hat seine bisher rein virtuelle Heimat im weltweiten Netz erweitert. Jetzt gibt es Sylt zum Schmecken, Sylt zum Lesen, Sylt zum Hören, Sylt zum Spielen, also in List auch zum Anfassen. Aber warum eigentlich? Weil wir ganz einfach der Meinung sind, wenn es so viele Freunde von Sylter Artikeln gibt, dass die auch dort zu kaufen sein müssten, wo im Prinzip die Idee herstammt. Dazu kommt, dass wir eine ganze Reihe von Artikeln auch haben, die erklärungsbedürftig sind und wo wir halt unseren Kunden auch die Möglichkeit geben wollen, sich darüber zu informieren. Na, dann informieren Sie mal. Also einer unserer Produktpartner ist Syltfish. Syltfish ist ein Unternehmen, das bei dem gesamten Sortiment großen Wert legt auf Nachhaltigkeit. Um vielleicht da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn Sie sich diese Taschen hier ansehen. Die sind alle produziert aus bereits genutzten, benutzten alten Segeln. Ich denke, da muss man Nachhaltigkeit auch nicht weiter erklären, das erklärt sich von selbst. Und jede Tasche ist im Grunde genommen ein Unikat. Die Henkel ähneln sich von den Farben her und auch hier die Abnäher, aber wenn Sie mal sich die Taschen ganz genau ansehen, gibt es keine Tasche, die es ein zweites Mal identisch gibt. Ein weiteres Beispiel sind unsere Sylt-Kappen. Hier ist der Name auch Programm. Die Kappen werden nämlich gehäkelt von einer Sylterin. Und die heißt Kappen. Also, auch hier bei diesen Produkten handelt es sich nicht um Massenware aus Taiwan, sondern wirklich um handgestrickte regionale Produkte. Wir haben natürlich nicht nur nachhaltige Produkte in unserem Sortiment oder Artikel, die hier auf der Insel hergestellt werden, sondern auch klassische Geschenkartikel. Gutes Beispiel direkt für den frühen Morgen sind unsere Waschbeckenstöpsel. Entweder die Syltinsel oder die Aufforderung zur Reinlichkeit. Und wir haben natürlich auch eine ganze Reihe anderer Motive, die Sie bei uns finden. Wenn es dann anschließend ans Kaffeetrinken geht, können Sie sich auch vorlaufen lassen, bitte schön nur mit Kaffee am frühen Morgen. Oder Sie machen aus Ihrem iPhone ein iPhone. Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl aus unserem Sortiment, deswegen kann ich wirklich nur jeden auffordern, uns einfach mal in der Tonnenhalle in List zu besuchen. Und dann dürfte sich die Frage nach dem richtigen Mitbringsel für zu Hause vielleicht schon erledigt haben. Und für alle, die schon längst zu Hause sind, gibt es ja immer noch syltiges.de, den offiziellen Onlineshop der Insel.